So, wie spät haben wir denn? 4.50 Uhr. Sind wir eine Stunde zu früh aufgestanden oder wurde vielleicht die Uhr umgestellt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Was macht Janina? Janina steht hier rum. So, wir brauchten. Immer wenn der Hund anfängt zu hecheln, meine ich, da kommt ein Zombie. Ich reste mal noch. Eine Stunde. Ich reste ein wenig. Dann wird es vielleicht ein bisschen heller. Nicht wirklich. So. Kann man die Fenster hier. Ach, ich dachte gerade, die Fenster wären zu. Das ist ja die scheiß Barrikade. Naja, gut. Die Aussicht mit dem See, die ist damit Ade. Okay, die Folge hat ihren Titel. Aussicht Ade. Aussicht zum See ist damit Ade. So, aber hier ist schön. So lange, bis wir die Barrikade drum gezogen haben, dann ist hässlich. Aber macht ja nichts. Ist ja nicht schlimm. So. Genau. Wir wollten machen Bretter. Es sei. Hier, da. Cancel Task. 30 Bretter. Assign Work to AI. So, ich habe auch das Spiel gerade neu gestartet. Eigentlich müsste jetzt hier rausgetappt kommen. Gott sei Dank. Ja, hat es dich ein bisschen festgefahren, ne? Mieses Kinder, ey. Nicht zu fassen. Volle Schabracke. So, gut. Wir waren hier am Zaun am Bauen. Donald Trump wäre stolz auf mich, der hier mein Wunderwerk an Mauertechnik sehen würde. So. Da fehlen keine Loks mehr, dann machen wir die hier dran. So. La 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 la. Gut. Dann hier. Wooden Wall, no ladder. Wooden Wall, no ladder. So, stelle ich das Ding jetzt so einfach hier dran. Eigentlich müsste man den erst fertig bauen, ne? Den einen hier zumindest. Da fehlen uns jetzt die Bretter und das war's dann auch schon. Wie viele Nägel haben wir noch? 28. Dann gehen wir mal gucken, wie weit Janina mit ihren Brettern da vorne ist. Die schon was gemacht hat. Ja. Hast du toll gemacht. So. Kannst direkt weitermachen. Ja, da guckst du, ne? Aha. Klang so, als wäre er da hinten in den See geplumpst, der Händler. Aber ist egal, das macht nichts. So, wir gehen nochmal kurz hier rein. Da ist nichts. Da auch nicht. Da sind noch Nägel, 38 Stück. So, das sind alles Schrauben, blöderweise. Ansonsten geht's uns gut. Dann lass mal hier das eine Ding hier fertig tackern. So, ich überlege, ob wir so einen Watchtower bauen sollten. Auch eine Leiter dran, ne? Ich will ja nichts sagen, aber warum kann man den denn nicht rotieren? Dann ist doch die Leiter außen. Warum kann man den nicht platzieren? QR Rotate. Alles andere geht, aber rotieren geht nicht und platzieren geht nicht.
Ja, okay, dann ist das halt so. So, dafür haben wir hier, das sieht doch ganz gut aus, ne? So, pass auf. Dann... Da ist dieser Wooden Floor, Small Stair. Watchtower, ich bleib hier bei den Dingern hier. Komm, was soll der Geiz? So. Den kann ich aber hier auch nicht so platzieren, ne? Okay, das ist jetzt, das ist jetzt doof. ja, okay. Also. Halten wir mal fest. Es gibt kein Eckstück. Halten wir fest, der Watchtower lässt sich nicht platzieren. Warum auch immer. Den kannst du nicht bauen. Du kannst ihn nicht bauen. Du kannst ihn auch nicht rotieren mit Q und R. Du kannst die Distance verlängern und verkürzen mit dem Mausrad. Aber du kannst ihn nicht platzieren. So, es gibt auch kein Eckstück für die Dinger hier. Tree Base. Tree Base B. Tree not found. Ja, macht ja irgendwo auch Sinn. Tja. Kann ich die vielleicht dran setzen, ohne dass es kollidiert? Oh, oh. Nope. Geht auch nicht. Ich kann sie hier hinsetzen, aber dann ist ja da offen. Ist das ätzend. Okay. Dann... So rum würde gehen, ne? Aber so rum, dann müsste ich mir hier... Ich muss hier was tricksen. Ich muss hier echt ein bisschen tricksen. So. Okay. Es sieht ein bisschen scheiße aus. Es ist auch ein bisschen scheiße. Ich meine, vielleicht hilft da ein bisschen Lametta oder so, aber es ist mir egal. Ich baue das jetzt so. Ich finde das gut. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Himmel, Herrgott, ey. Heiland, Sack, Zement, ein Eimer voll Kalk. Ich weiß gar nicht, wo hier vorne und hinten ist an dem Teil. Da aber. Ich glaube, die Flucht müsste so in etwa passen.
der müsste sich die Position speichern. Einfach die Position speichern, sodass du jetzt direkt das nächste Teil da dran flanschen kannst. Aber nein, stattdessen musst du immer in das scheiß Menü hier rein und das Ding neu drehen. Was völlig unnütz ist. So. Also ich kann euch beruhigen, es ist nur noch mal ungefähr ein bisschen mehr wie das, was wir schon gebaut haben. Oh Mann, ey. Mann, oh Mann, oh Mann. Unglaublich, das hier. Echt unglaublich. Wird jetzt so richtig rum, ja, ne? Immer versetzt, ne? Sind immer versetzt. Naja. Man sieht das aber auch zum Verrecken nicht richtig. Nein. Nimm das Ding wieder ab. Macht einen leichten Bogen. Aber gut. Naja, ist nicht so schlimm. So. Das ist echt ein Gefummel, das hier, ey. So. Jetzt kommen wir langsam hier zu einem Problem, weil hier geht nämlich, da ist das Gelände ein bisschen abschüssig. Jetzt klebt das irgendwo fest, das Ding. Schwebt links in der Luft und ich kriege es. Ich krieg's auch nicht in den Boden reingedrückt. Aber das schwebt in der Luft links. Na, pass auf, ich mach das anders. Wir rotieren das jetzt schon mal. So. Und dann müssen wir mal gucken, wenn wir das jetzt so da dran flanschen. Würde ja schon gerne noch ein klein bisschen. Wir müssten hier hinkommen, da auf die Kante, so, ne? Das so hier die Axtspitze. Wenn man die obere Axtspitze nimmt, so die Kante hier würde ich gerne treffen. In etwa.
So. Ja, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, ne? So. Ach du Scheiße, ey, was da noch ein Holz drauf geht. Ey. Oh Mann, ich darf nicht dran denken, Leute. Ich darf echt nicht dran denken. So, jetzt muss ich aber mal gerade hier von der Seite aus peilen. Over. Jetzt stehen die Teile wenigstens richtig rum. Die stehen sogar genau in der Flucht. Das ist ja cool. Na, endlich mal. Endlich mal was Vorteilhaftes an dem Bausystem hier. So, wenn ich jetzt noch eins nehme. Na, von der Seite kann sie nicht mehr peilen, das geht nicht. Müsste aber in etwa hinkommen. Ich glaube, das funktioniert. So, da jetzt noch so ein Ding dran. Hier, so ein Teil. Bänke stehen immer irgendwie so versetzt, ne? So. Und dann jetzt hier so ein Main Gate. Hier so ein Teil. A big Main Gate. Die Frage ist nur, wo ist vorne und hinten an dem Teil? Wie rum geht's denn auf? Na gut, ist eigentlich auch egal fast, ne? So. Ja, ich würde sagen, wir bauen das da erstmal. Wo ist denn hier Janine? So. Wirklich viele Bretter haben wir jetzt nicht, ne? Dann hole ich mal noch ein paar Loks aus dem Auto. So, mal gucken, in welcher Kiste überhaupt noch welche drin sind. So. Dann kann Janine schon mal wieder ein paar Bretter machen. Die ist da ja fit drin. Ey, ist das eine Arbeit, das Ding da zu bauen? Ist das eine Arbeit? Ey, Mann, oh Mann, oh Mann. So. So. Gut. Okay. Die ist leer. Die ist leer. Der ist leer. Der ist leer. Oh, da haben wir ja noch ein bisschen was. Das wird zwar nachher ziemlich kacke aussehen. Aber das macht nichts. So. Warte mal. Schnell mal was essen. Und noch eine Kleinigkeit trinken. Apropos trinken. Oh. No coffee, no worky. So.
Ich frage mich die ganze Zeit, woraus wir denn dieses Baugerüst gemacht haben. Guck mal hier, das ist ja so richtig original hier, ne? So mit Schellen, mit Gerüstbauschellen, mit Gerüstbaufüßen. Die Dachdecker und die Gerüstbauer unter euch, die werden das alle kennen. Da oben schimmeln die Bullen drauf rum. Sehr gut. So, das hätten wir. Jo, die Bretter reichen. Reichen die Nägel auch. Das wäre natürlich sehr gut. Ah, cool. Noch 6 von den Loks da dran geflanscht. Wenn wir die noch haben. Oh ja. Sehr gut. Dann haben wir die Ecke zumindest fertig. Die sieht zwar kacke aus, aber das ist nicht schlimm. Weil die sieht gar nicht so kacke aus. Okay, man kann nicht um die Ecke rumgehen, aber sie sieht jetzt nicht kacke aus. Hab ich noch ganz gut hingekriegt, das blöde Ding da, ey. Oh, mal wieder Regen, ja. Sehr gut. Wie viele Nägel haben wir denn noch? 6. Eieiei. Da wird jetzt alles dran getackert, was wir irgendwie haben. Ich glaube, da haben wir auch nichts mehr, ne? Doch, da sind noch 2 Loks drin. Ah. Gut. So, dann ist das Stück hier auch fertig. Es ist schon wieder 18 Uhr, das darfst du keinem erzählen. So, das ist das letzte Holz, was wir haben. So. Gut, dann gehe ich nochmal gerade hier vorne hin. So, kann die das noch machen? Männchenskinner. Ich nehme heute schon wieder so viel auf, ey, meine Stimme versagt langsam. So, gut. Dann müsste die ja jetzt hier auch die Bretter fertig haben, ne? Noch 50 Sekunden, aber das können wir auch gerade warten. So, okay. Da ist schon wieder die Zeit gerade ins Negative gerollert. Dann nehmen wir uns nochmal hier 8 Komponenten. 8 von denen. Ich nehme mal gerade die Schrauben hier raus. Ich mache die mal in den anderen Schrank hier rein. So, wenn ich jetzt ihr wieder sage, mach mir Nägel. So, kommt die jetzt hier reingetingelt? Jo, das ist doch schon mal gut. Macht hier unser Fleisch. Gammel langsam, aber sicher weiter. Das ist sehr schön. So, warte mal. Ich habe noch was zu trinken in der Tasche. Ich gehe mir mal raus. Gerade hier ein bisschen dried. Dried. So. Ja, ist schon wieder stockfinster.
So. Dann essen wir uns mal was. Und dann trinken wir noch was. Dann können wir schon wieder ins Bett gehen. Einfach nur, weil es geht. So. Jo, das passt. Es ist 7:30. Licht aus. Die muss noch 37 Minuten basteln. Das heißt, wir können ins Bett gehen. So. 7:30, machen wir 10 Stunden. Ja. Schauen wir mal gerade. Ich habe das gerade nicht richtig durchgerechnet. 5.30 Uhr, ne, da schlafen wir noch ein Stündchen, ne. Jawohl, also allzu früh müssen wir jetzt auch nicht aufstehen. So. Gut, sehr gut. So, Janine, was machen meine Nägel? Hey, fertig. Geil. Dann mach doch direkt nochmal. Ja, warte mal, die stacken bis 64, ne? So, dann kann sie ja im Prinzip 64 machen, weil mehr haben wir nicht. Hä? Okay. So, dann soll sie das mal machen. Gut, dann packen wir die Nägel. Na, ich mach sie hier rein. Oh, wir brauchen unbedingt Sachen. Die Bretter können dann hier rein. Das ziehen wir mal gerade da runter. Das können wir direkt essen. Heißt, wir müssen auch Komponenten farmen gehen, ne? Wir müssen Komponenten farmen. Beziehungsweise Scrap müssen wir farmen gehen. Davon haben wir nichts mehr. Für Nägel. Komponenten haben wir noch. So, warte mal, habe ich den Vorschlaghammer bei? Ja, den Vorschlaghammer haben wir dabei. So, wir machen hier nochmal Loot Refresh. Die ist hier gemütlich am Basteln. Sehr gut. So. Ach so, warte mal, hier war noch was drin, ne? Noch ein Vorschlaghammer. Jetzt haben wir zwei. Die würde ich mal mitnehmen. Die können wir zwischendurch essen. Da haben wir noch einen Stack von den von dem Scrap-Metall. Dann können wir ihr doch hier direkt noch einen Task anschmeißen. So. Die Komponenten noch da rein. Flaschen. Mit Klebeband, für das ich keine Verwendung habe, kommt in die Mülltonne. So, die nehmen wir mit, die essen wir gleich. Wir haben zwei Vorschlaghämmer. Machen wir hier die Tür zu. Speichern mal ab. Und dann fahren wir mal hier rüber. So. Ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst, ehrlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Thank you.
jetzt da rausgesprungen? Eine leere Flasche. So. Okay. Das geht nicht. Das auch nicht. Ey, ich nehme noch nicht mal mehr die Munition mit, ehrlich. So, ein Rad lass mal dran. Da kann man auch nichts kaputt machen dran. Die ganzen Komponenten und so nehmen wir immer mit, aber die Autos lasse ich stehen, dass die nachspawnen können, wenn man die neu lädt. So, sehr gut. Oh, jetzt leckt gerade. Warum leckt denn das jetzt so? Ist ja schlimm. Oh, aber zu essen. Das nehmen wir mit. So. Kommen ganz schön viele Sachen raus, ne? Geht das denn auch hier bei dem Wrack? Der Holzfäller-Rechtsklick-Trick funktioniert auch beim Vorschlaghammer. Also Vorschlaghammer-Rechtsklick-Trick sozusagen. Okay, Traktor kann man nicht zerlegen. Ist denn der Rucksack hier dann auch neu gespawnt? Durch den Loot Respawn. Ja, da ist aber hier so irgendwie eine Leiche. War nicht hier auch ein Rucksack irgendwo? Letztens. Too much weight, can't climb. Ja, ist gut. Ich mache ja schon leer. Beschwer dich nicht. Ist ja nur für die Nägel. So, ich weiß nicht, ob hier Zombies sind. Die Mollys habe ich nicht bei, ne? Ach, guck mal, hier gibt es eine neue Axt. Die nehme ich doch mal mit.
Das war nicht nett. Huch, da war ein Reh. Ein Hirsch. Oh. Eine Schaufel. Ja, die nehme ich mal mit. So, dann gehen wir mal hier hoch. Ich gehe jetzt mal hier hoch gucken. Was ist denn hier drin? Corn Seed Sack. So, hier kommen wir hier auch hoch. Ne. Gut, dann gehen wir mal gerade hier hinter durch. Auf das Ding hier klettere ich nicht mehr, da waren wir einmal drauf. Das hat eine Leiter gehabt. Hinten bei der anderen Scheune, das ist nicht cool. Oh, Waschmittel für Molotow-Cocktails, das ist natürlich nicht verkehrt. Das ist noch ein Rad. Hier ist auch der ganze Kram nachgespawnt, jede Menge Zement. Können wir mitnehmen. Die andere Munition, ich lasse sie im Auto. Ganz ehrlich. Warum denn? Achso, hier könnten wir mal kurz hochgehen. Möglichst ohne runterzufallen. Ist hier oben irgendwas? Nee. So. Ja. Noch ein bisschen Benzin. Sehr gut. Die Loks sind nachgespawnt hier drin. Doppelt sogar. Okay, wir sind ein bisschen voll beladen. Aber das macht ja nichts. Also die Loks hätten wir schon mal, das ist schon mal gut. So, dann fangen wir einfach hier links an. Ne, Quatsch, warte mal, wo hatte ich die eben reingeschmissen? Hier. Dann machen wir das auch da rein. Fangen wir halt hier rechts an. So, und in den Koffer würde ich mal hier die Schaufel machen. Und das Waschmittel, das können wir auch da rein machen. Das auch. Das auch. So, speichern wir mal gerade hier ab. Und dann holen wir uns noch die anderen Loks da. Sehr schön. Wunderbar. So. Dann kann es ja weitergehen. Ach Gott, jetzt ist der Hund wieder verdreht. Dann kann es ja weitergehen. Ne? Da müssen wir noch ein bisschen Komponentenfarmen gehen. Ja, das machen wir jetzt. Gut.